Ja, hallo Freunde der Nacht. Ja, jetzt bin ich immer noch hier. Aber jetzt macht das mir gerade so viel Spaß und ich habe jetzt auch gerade mal auf den Akku geschaut, wie viel Akkuleistung ich noch habe. Und da ist noch ein bisschen mehr als die Hälfte noch vorhanden. Und solange das Wetter hier noch schön ist, warum soll ich nicht aufnehmen? Ja, meistens, wenn ich dann aufnehme, dann kommen dann die Themen an sich. Auch wenn das Video dann wieder durcheinander wird. Warum sich immer einschränken, ja? Ich meine, man nimmt ja nicht jeden Tag auf, ja. Also das würde ich ja selbst irgendwie schwer finden, wenn ich jeden Tag Videos aufnehmen würde. Also es will jetzt da keinen jetzt davon abhalten, wie er sein Video so dreht, aber man nimmt ja auf, ist ja dann egal, wie man gelaunt ist, ob man schlecht gelaunt ist, ob man gut gelaunt ist. Gut, die Videos, die ich meistens auch anschaue, gut, das sind dann halt Videos, so, gerade habe ich so zwei englischsprachigen, die machen halt jeden Tag Videos. Gut, die eine dreht da so ein bisschen durch in der Aufnahme. Was heißt, die dreht ein bisschen durch? Das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, sie zählt so ein bisschen und der andere nimmt dann eher so, wie halt durch die Staaten fährt. Das finde ich ja dann meistens interessant. Also nicht, was er dann erzählt, sondern eher von der Umgebung. Das ist doch meistens interessanter, wie man dann halt, wie man jetzt hier, aber das ist ja eigentlich auch nicht was man nicht abstreiten soll. Diese Natur ist ja auch schön. Ja, aber da hat man halt eine ganz andere Tiefe und Weite und was weiß ich. Bliblablub. Ja, die überall schön Löcher in den Boden. Ja, da sind jetzt zwei, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Kommen irgendwelche Wühlmäuse oder Feldmäuse, Spitzmäuse oder irgendeine Mäuse. Ja, genau. Keine Ahnung, über was ich jetzt reden soll. Ja, ist dann immer schwer, wenn man dann seinen Titel dann so beschreiben muss, dass man dann irgendwie was daraus erkennen kann. Man kann ja auch irgendwas aufnehmen, aber man muss nicht irgendwie Themen für das Video haben, auch wenn es die siebte Aufnahme ist, aber wow, siebte Aufnahme, ja, kann man so ein bisschen noch vor sich rumlabern und die Kamera so ein bisschen halten. Ich habe das ja auf so eine Art, ja, Griff mit einer Handyhalterung. Ist schon wesentlich angenehmer, da habe ich was in der Hand, das verwackelt nicht, das ist bombenfest, aber die Wackler sind ja trotzdem in den Videos drin, da würde halt euch so schnell nicht was ändern, aber ja, ist auf jeden Fall eine Sonne. Ja, dass die Sonne immer wieder rauskommt, das kotzt mich sowas an, ja. Es ist immer draußen, aber die verschwindet wieder gleich. Aber was mir zum Teil mal aufgefallen ist, also das ist nur bei manchen Tagen, also da gibt es manche Wolken, wenn man halt mit der Sonnenbrille reinschaut, dann reflektieren sie so eine Art wie ein Regenbogen oder wie so ein, wie wenn jetzt Benzin irgendwie vermischt ist mit Wasser, dann ist sie auch so eine Art Regenbogen farbenartig. Das sieht man auch bei manchen Wolken, das ist mir mal das letzte Mal in Bad Nauheim aufgefallen. Da habe ich auch so eine Wolke reingeschaut, die war auch nicht sehr groß gewesen, sondern eher so eine, ja, so eine, also keine Schichtenwolken, das mussten bestimmte Wolkenarten sein. Die war auch sehr dünn, glaube ich, so wie das hier die. Und wenn man da mal reinschaut mit der Brille, mit der Sonnenbrille, dann merkt man dann schon einen Unterschied, ob das jetzt was das bedeuten hat oder nicht. Aber das sieht man halt nicht an so einen schäfigen Wolken oder ja, an den größeren Wolken. Sieht man das eher weniger. Vielleicht ist es ja euch auch mal aufgefallen oder nicht. Vielleicht ist er hingespinst, ist es nicht. Weil ich habe mal einmal ohne, da hat man das erst gar nicht gesehen. Und einmal mit, dann hat man das wirklich gesehen. Wie es ein bisschen reflektiert, was auch immer die Gründe sein sollen. Ich will jetzt auch nicht irgendwas erzählen, weil ich sowieso nicht weiß, aber schon merkwürdig, ja. Ja, und der Wind. Ja,
Aber es geht ja eigentlich heute. Aber fast wie ein Herbst. Ja, so kann es gehen. Jo. Es fällt halt immer schwer, halt in das Objektive zu schauen. Weil man immer gewohnt ist, das ist ja quasi, wenn man in diesen Display schaut, das ist ja eine Art ja, Selbst. Also man nimmt ja dann wahr, dass man halt aufnimmt und dass die Sicht in der Mitte ist. Und ja, man guckt halt gerne halt das Blä und man müsste aber viel mehr in das Objektiv schauen, ja. Aber dass es nur so eine kleine Stelle ist, ist man dann doch verleitet, in dieses Display zu schauen, ja. Wo eigentlich alles zu sehen ist. Es macht ja, würde ja keinen Sinn machen, wenn man das nicht sehen könnte, ja. Deswegen sind ja meistens diese Action-Cams, also ich will da jetzt nichts dagegen sprechen, aber da kannst du dich halt nicht, ja, wie heißt das so schön? Ja, man filmt dann irgendwas und dann ist es vielleicht gar nicht mehr das Gesicht, sondern irgendeine Frau, die daneben rumläuft und ja, keine Ahnung, ob es dann auch sehr wertvoll ist. Ja, jetzt sind die Beispiele, aber deswegen schaut man dann halt gerne in das Display. Das soll eigentlich diese Erklärung sein. Es geht jetzt gar nicht mal um dieses Action-Cam an sich, wo die bietet natürlich auch Vorteile. Da gibt es ja gut und so teuer sind die auch gar nicht mehr. Das ist halt, wenn man mit Fahrrad fährt oder irgendwie unterwegs ist, dann macht das schon was aus, weil gut, das mit dem Handy ist jetzt auch jetzt kein weltbewegendes, das an in ein Auto zu integrieren. Habe ich ja auch mit meinen ja, für das Navigationssystem mit der Halterung hat das ja immer gut geklappt. Ja. Naja. Ja, aber irgendwas ein sinnloses Video. Muss ja auch mal wieder sein, auch wenn ich so ein bisschen. Jetzt bin ich wieder besser belichtet. Ja, schon merkwürdig. Ja. Also das müsst ihr auch sowieso euch. Ich sehe halt ein Video wesentlich anders aus wie jetzt in der Realität. Man sieht da schon den Unterschied, dass man halt eher künstlich ist. Weil ich sehe das ja selbst im Display, dass man da so ein bisschen merkwürdig ausschaut. Ja, dass man das hier nicht wundert, dass man so ein bisschen, ja, merkwürdig aussieht, ein bisschen blass, ja. Naja, aber guck mal da hinten, da ist die Sonne und hier nicht. Kommt und geht. Okay, das ist aber, glaube ich, jetzt wirklich die letzte Aufnahme für heute. Jetzt haben wir wieder 8 Minuten 20. Nein. Ja gut, da wird ja ein bisschen was rausgeschnitten. Also der Anfang, das Ende. Ja gut, was da ein bisschen dazu addiert, was ich da jetzt sonst immer mache. Jo, schön. Also ich bin zufrieden. Ob man das Video jetzt unbedingt anschauen muss, muss jeder für sich wissen. Ich will da jetzt keiner zwingen. Aber man darf sich halt nicht so viel erwarten von so einem Video. Weil mir die Erwartungen ja selbst an so einem Video gar nicht so hoch gesteckt sind, wie es jetzt bei anderen, die sich dann wirklich darauf. Ja, die sich das dann planen über Wochen, über Monate und dann ja, ist das Video halt einfach perfekt und das ist halt einfach ein Standardvideo. Ja, nichts was Großartiges. Da ist aber ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein bisschen Persönlichkeit drin, sage ich jetzt auch mal, um halt ein bisschen selbstverliebt sein oder weiß nicht. Ja, man darf sich auch ein bisschen loben. Ja, auch wenn ich total jetzt überbelichtet bin, weil die Sonne so reinknallt, dass man total, ja, hell ist, so wie es in Wirklichkeit gar nicht so ist. Ja. Okay, das soll's für die Aufnahme. Ich muss ganz. Das. Ja, ein schönes Objektiv schauen. Jo, dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstag und ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr das Video dann anschaut. Ich weiß es ja meistens dann nicht, wann das Video wirklich dann online kommt. Also online kommt es ja meistens dann an einem Tag.
Ja, ich müsste mal das andere Video drehen. Ich hatte ja schon mal ein Video gedreht gehabt über mein Modem, mein altes 64 41. Jetzt habe ich irgendwie das 64 31. Also das kleine Modell müsste ich halt auch mal drehen. Aber ich weiß nicht. Das ist wohl so. Vielleicht mache ich das dann noch an Anschluss. Vielleicht doch noch mal eine Aufnahme, dass ich halt darüber rede, dass ich das irgendwie so ein bisschen erzähle. Dann werde ich halt ein Bild irgendwie einfügen und dass man dann halt so ein bisschen sehen kann, dass es halt darum geht und nicht um Video, was jetzt total hirnrissig ist. Okay, Freunde der Nacht, dann soll es für diese Aufnahme gewesen sein und wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Servus, ich bin's nochmal. Jo, das ist leider zu dunkel geworden.